Ein wunderschönes Moment, hallo meine Freunde, willkommen zu Sespay Tomb Raider. Knacken wir den Scheiß mal auf hier, komm schon. Bam. So. Oh. Doch, kein Feind, oder? Doch, da kommen doch bestimmt Feinde, ey. Wenn da keine Feinde kommen, dann weiß ich aber auch nicht. Das sieht schon wieder so brutal aus hier alles, ne? Das sieht schon wieder so brutal aus. Rein damit, deswegen ist das Spiel auch halt ab 18, ne? Okay. Was habe ich gerade gemacht? Oder was habe ich gerade falsch gemacht? Sagen wir es mal so. Hammer. Hammer. Oder was habe ich da falsch gemacht? Ich habe das sogar. Irgendwas stimmt da doch nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Warte mal, wir gehen mal. Ja, einfach mal nach oben, ne? Ich wollte eigentlich nur kurz nach vorne springen. Aber hier oben geht es ja aber anscheinend weiter. Dann gehen wir mal halt fix oben lang, ne? So, einmal ganz kurz hier rüber. So, okay. Hier haben wir. Ach, hier oben ist nur eine Truhe, oder was? Ist ja auch was Schönes. Ist ja immer schön, nach langer Zeit wieder eine Truhe gefunden. Die haben wir schon seit Ewigkeit nicht mehr gefunden gehabt, das Ding. So. Okay, was müssen wir hier machen? So, erstmal gehen wir kurz hier. Guck mal, hier ist ja auch eigentlich so ein Ding, ne? Hier müssen wir natürlich auch was machen. Ah, hier macht man das auf. Auch interessant mal zu wissen. So, jetzt irgendwie müssen wir rüber. Und das dann halt nochmal da machen, oder wie? Ich bin mir gerade echt nicht richtig sicher. Aber ich will mal schon sagen, ne? Erstmal hier rüber jetzt. Hier oben rauf. Und jetzt können wir das Ding, glaube ich, hochziehen, ne? Müsste jetzt so gewesen sein, oder? Machen wir einfach mal ganz fix, ne? Hämmern wir natürlich erstmal Force Win hier den Button. Und komm schon, schneller hier. Ist da jemand drinne, oder? Da ist, glaube ich, jemand drinne, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, was da aus, wenn jemand drinne wäre. Aber wenn, dann wäre er auch nicht mehr am Leben. Warte mal, wenn ich da jetzt so ein Ding reinschießen müsste. Warte mal, könnten wir eigentlich ziehen nur, ne? Wenn ich durchziehen müsste, müsste ich das Ding irgendwo gegenhämmern. Aber wo hämmert man das Ding denn jetzt bitte schön gegen? Ich könnte jetzt nämlich hier einfach so machen, so gegenschießen, dann würde ich es, glaube ich, ziehen, ne? Ja, guck mal, der zieht jetzt einfach nur und dann hämmert ihr das jetzt irgendwo gegen. Ach, da oben! Ah, habe ich gar nicht gesehen. Ja, läuft auf jeden Fall, ne? So, wie kommen wir da jetzt hin? Ist gerade so die Frage. Ich muss irgendwie da raufkommen. Ja, dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon teilweise, aber wie kommen wir da jetzt hin? Irgendwie müssen wir nach ganz oben. Oh, oh, das war knapp gerade. So, mal fix hier hoch. Darüber. So, wie kommen wir nach da ganz, ganz hinten? Ich guck mal ein bisschen um hier. Ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine Idee gerade. So, runter. Erstmal schön reingelandet hier. Oh, da ist doch wieder was. Da ist doch schon wieder was. Da. Beinahe übersehen. Beinahe. Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Ich habe keine Ahnung. Da fragst du echt den Falschen. Würde ich den komplett falschen. Ich bin gerade nicht so ein Historiker. So, rüber hier. Rennen. Jetzt mal Anlauf hier. Und Jump. Ran da, genau. So, und jetzt auf nach oben. Fehlt ja nicht mehr viel. Und wir sind oben. So, irgendwas muss ich hier noch machen. Irgendwie muss ich bestimmt noch einer auch oben hier. Weil ich denke mir irgendwie so an Balken ran. Hey, irgendwas muss ich doch, irgendwie muss ich doch darüber kommen, oder nicht? Irgendwie wird das schon sein, ne? Irgendwie wird das da echt schon sein. Warte mal, ich bin am überlegen. Vielleicht hier rauf. Und dann irgendwie hier rüber. Nein, so schon mal nicht. Aber wie komme ich denn da sonst ran? Weil ich muss irgendwie da hin. Ich würde mal sagen, muss ich da oben rauf. Warte mal, ich glaube, den kann ich wieder runterdrehen, ne? Ansonsten hätte ich nämlich eine Idee. Ich hätte ansonsten nämlich eine Idee. Die werde ich mal ganz kurz mal austesten hier. Einfach mal hier rüber. Mal, machen wir das Ding nämlich unten wieder zu. Oder geht das hier überhaupt? Ja, ne? Müsste eigentlich gehen. Ja, geht. Hoffentlich. Warte mal, es müsste eigentlich funktionieren, weil da ist nämlich so ein Loch drin, ne? Da müsste dann dieser Stachel fast reinpassen. Fast aber auch nur. Ich werde es einfach jetzt mal ganz fix austesten, weil das, wenn das funktioniert, ist es natürlich toll. Wenn nicht, dann habe ich halt die Arschkarte, ne? So, ganz fix mal machen hier. Runter mit. Hat funktioniert. War zwar ein bisschen lautstärker, aber es hat funktioniert. Ob der rüberkommt von hier? Ich würde mal sagen, ja, ne? Ja, locker, flockig. So, und jetzt erstmal hier mit Anlauf und Jump. Wird nix. Okay, wird nix. So, warte mal, ich habe mal eine Idee. Oh, irgendwas hat er gerade geknarrt. Oh, ich weiß nicht was. Das ist schon mal komisch. So, rauf hier. Okay, warte mal, wir kommen jetzt schon mal bis hier. Wir kommen schon mal da rauf, aber was nun? Wenn ich hier schon mal raufkomme, das ist schon mal sehr gut, ne? Aber was nun? Wie komme ich jetzt da oben hin? Weil irgendwie muss ich natürlich da oben reinkommen, aber wenn ich hier rüber jumpe, funktioniert das nicht. Funktioniert einfach leider nicht. Wie mache ich das jetzt am schlausten, ne? Oder kann ich das Ding vielleicht rüberziehen hier irgendwie? Ich will mal kurz was austesten. Ich will mal ganz kurz was testen. Nehmen wir einfach mal den hier. Komm mal her hier. Ein bisschen ziehen. Geht das irgendwie? Oh! Oh, der. Das kam gerade verdächtig nah. Nee, bringt auch nichts, ne? Scheiße, bringt auch nichts. Was soll ich denn da bitte schön noch machen? Ich bin gerade echt überlegen, was könnte man da noch machen? Und warte mal, ich habe mal eine Idee, wie wir das Ding vielleicht ein bisschen stärker schwenken.
Wenn ich den jetzt mal richtig hinten so ranmache, dann richtig ziehe mit Vollspeed. Und jetzt los, also, dann kommt das Ding nämlich ran. Dann rennen wir fixen das zur anderen Seite. Dann knallt das nämlich erstmal hier voll gegen. Da pendelt das nämlich noch so ein bisschen. Dann jumpen wir. Oh, ja, ja. Oh, achso, wir kommen auch so an. Sehr gut. Und dann irgendwie jetzt hier. Warte mal. Wir können das hier bestimmt noch ein bisschen hochziehen. Ne? So ein kleines bisschen können wir doch bestimmt machen, ne? Ich will mal ganz kurz testen, weil wenn wir das ein kleines bisschen hochziehen können, dann funktioniert das nämlich auch. Indem ich das hier einfach nochmal wieder hochziehe, ein bisschen. Einfach mal bis hier. Na, ne, funktioniert nicht, leider. Aber ich will nochmal was testen. Ich will einfach mal hier nochmal rüber. Weil müsste eigentlich funktionieren, ne? Wenn wir jetzt hier so rüber jumpen. Weil eigentlich bin ich der Meinung, das wird funktionieren, einfach hier so rüber. Aber geht ja leider nicht. Oder vielleicht irgendwo hier ran. Ich will noch was. Nein, das funktioniert ja auch nicht, ne? Weil wir müssen ja irgendwie ran. Und dann uns irgendwie hochziehen müssen wir natürlich, ne? Mann, Denken ist schon wieder so eine Sache für sich heute, ne? Denken ist schon wieder so eine Sache für sich. Aber wie machen wir das gerade jetzt? Ich hab mal nochmal eine Idee. Ich mach das einfach nochmal. Komm schon. Machen. Komm schon hoch hier. Reicht das bis hier? Nee, ne? Nee. Guck mal, das knallt auch immer wieder runter. Das will einfach nicht irgendwie ein bisschen oben bleiben. Wenn dann ganz oder gar nicht. Ist so gerade die Einstellung hier von dem Ding. Aber das Ding nach oben machen bringt das ja auch nichts, ne? Weil ich glaube, das ist schon richtig, wenn wir das Ding unten haben. Kurz machen. So. Aber guck mal, jetzt ist es nämlich so weit oben. Oder warte mal. Hier einfach mal ran. Rüber. Ziehen. Jetzt kurz warten, bis das Ding wieder zurückgeht und wieder herkommt. Dann springen wir nämlich mal ganz fix ran. Ich glaube, das müsste funktionieren, ne? Wenn es jetzt rankommt und wir einfach mal entgegenjumpen. Nee. Nein, funktioniert nicht. Dann knallen das Ding aber wieder runter krachen, ne? Ja, dann krachen wir das Ding wieder runter, weil das müsste ja richtig sein eigentlich. Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Also ich bin gerade echt überfragt hier. Wieder runter. So, okay. Also wir kommen schon mal hier rüber. Nur was jetzt? Irgendwie vielleicht da rein und dann irgendwie rüberziehen oder so? Nee. Oder vielleicht hier hinten irgendwie. Vielleicht ist ja hier hinten irgendwie so ein harter Haken, den ich noch nicht gesehen habe. Wo man etwas mitmachen könnte. Ich gucke mir mal ein bisschen genauer um hier. Weil irgendwo müsste ja hier was sein. Irgendwo. Nur wo? Ist halt immer diese Frage, ne? Warte mal, vielleicht kommen wir ja hier hinten an diesem Monument ran hier. Ne, wird auch nichts. Okay, dann springen wir mal wieder zurück. Aber irgendwas müssen wir noch machen können dort. Und guck mal, hier ist ja kaputt. Das haben, glaube ich, kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das kaputt. Aber hier liegt auch nichts rum, was irgendwie in einer Art interessant sein könnte. Ist natürlich gar nichts hier irgendwie in einer Art. Komisch irgendwie, ne? Ich weiß echt nicht, was ich machen soll gerade. Also ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Okay, warte mal. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Wir kommen nach oben. Da hinten ist eine Truhe gewesen. Die haben wir geöffnet. Da hinten ist noch ein Balken, aber zu dem können wir nicht rüberspringen. Und da müssen wir irgendwie da rankommen. Ich schau nochmal fix hier rüber. Irgendwie müsste das doch funktionieren. Vielleicht irgendwie da oben was kaputt schießen? Nee, ne? Nee. Aber irgendwie müssen wir noch da oben rankommen. Nur wie? Ich meine jetzt ehrlich, wie? Weil wir kommen da halt nicht hin. Wir können halt nicht hinjumpen oder so. Das funktioniert ja auch nicht. Ich spring aber nochmal ganz fix hier rüber. Vielleicht können wir hier mit etwas nochmal nicht. Das Ding ist ja jetzt eigentlich kaputt. Machen wir einfach mal ganz fix. Irgendwas? Nee, das Ding ist kaputt. Das wissen wir ja jetzt. Dass es kaputt ist. Aber irgendwas müssen wir doch verdammt nochmal machen können. Irgendetwas. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas. Kommen wir da oben hin irgendwie? Nein. Da kommen wir auch nicht hin. Das finde ich auch ein bisschen blöd gemacht. Probieren wir nochmal ganz fix aus. Nein, da können wir schon mal nichts mehr machen. Sehr gut. Aber rüberspringen können wir von hier auch nicht. Dann gehen wir nochmal wieder zurück. Ach Mann, irgendwas müssen wir doch machen können hier. Irgendetwas. Also wenn ich das hier in dieser Folge nicht nur hinbekomme, in den nächsten paar Minuten, dann werde ich mal ganz kurz hier mal bei anderen Let's Play mal vorbeischnippeln, wie das geht. Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden. Also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. Was für ein Arschloch. Also, was ist das für ein Penner, Alter. So ein Idiot. Zum Glück ist der tot. So, wie kommen wir jetzt da oben hin? Warte mal, irgendwas... Guck mal, das Ding ist ja unten hier kaputt. Das sehen wir, dass das Ding kaputt ist, da ganz unten, ne? Aber ist da unten vielleicht noch was? Ich geh mal ganz kurz runter. Guck mal, ganz fix. Ne, da ist ein bodenloser Grund. Aber irgendwie was machen können wir damit auch nicht, ne? Weil wir können das Ding hier... Auf jeden Fall können wir das Ding hin und her ziehen, das wissen wir ja. Wir können das da ranmachen, dann kannst du jetzt ziehen, das Ding hier. Drehen, ratzen und bam.
Na gut, das Ding nehme ich uns entgegen und knallt da wieder volle Wumme gegen. Genau. Aber was müssen wir damit machen? Warte mal, so ziehen wir das Ding nochmal nach oben und machen das noch einmal. Vielleicht können wir beim Stein oben noch mehr kaputt machen mit. Können wir mal austesten. Oder warte mal. Ich habe eine Idee. Warte mal, machen wir ganz fix mal. Komm schon, ziehen. Komm schon, Lara, bisschen schneller hier heute. Na komm, komm. Zack, fertig. Hab nämlich mal eine Idee. Die will ich jetzt mal fix ausprobieren. Wir wollen einfach mal nach oben gehen hier. Komm schon raus, rauf hier nach oben. Einfach mal nach hier oben. Mal, guck mal, jetzt sind wir schon mal sehr weit oben, ne? Wenn wir das Ding jetzt einfach mal hier so ranziehen würden, wird das funktionieren? Einfach mal dann raufspringen auf dem Ding. Können wir mal austesten, ganz fix. Komm jetzt her. Na komm, Vollspeed. Guck mal, jetzt kommt das Ding nämlich schon mal her. Und jetzt knallt es da wieder gegen. Jetzt kommt das wieder her. Warte mal, ein bisschen mehr Speed, ne? Das Ding müssen wir irgendwie hier rangezogen bekommen. Ich hab eine Idee. Und ich will jetzt erstmal ganz fix testen. Ziehen. Jetzt kommt das Ding nämlich ran. Jetzt jumpen wir ran. Funktioniert nicht. Okay, das war gerade teilweise ein bisschen dämlich. Aber wie kommen wir da rauf? Wie kommen wir da rauf am besten jetzt, ne? Das ist echt so meine Frage, weil wie soll das funktionieren? Weil das Ding habe ich schon kaputt gemacht. Ich glaube, das ist auch richtig, was wir gemacht haben. Da bin ich so der Überzeugung, dass das es richtig ist. So, gehen wir nochmal fix nach oben, okay. Aber wie müssen wir das Rätsel lösen, ne? Wir können es auch wieder nach unten machen. Und dann mal ganz fix pendeln lassen. Ich habe mal eine Idee. Weil wir kommen halt nach oben, weil der Weg hier oben muss natürlich nicht umsonst sein. Hier oben muss halt irgendwas gemacht werden. Machen wir mal ganz fix. Wir machen einfach mal, ich will jetzt einfach mal was austesten. Ich teste jetzt einfach mal eine ganze Menge aus. Nehme ich den hier ran. Jetzt ziehen wir das Ding rüber, dann springen wir nicht auf das Ding rauf. Und dann während es pendelt, jumpen wir rüber. So nämlich. Drauf. Den Sprung schaffe ich. Jetzt ran. Hoch. Boah, Mann. Ei. Boah, der war geil. Komm erst mal da drauf. Ganz ehrlich, komm erst mal drauf, das so zu machen, ne? Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Okay, anscheinend haben wir es jetzt kapiert. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ach, hier ist auch noch ein kleines Buch, ne? Ein kleines Büchlein. Fast gar nicht gesehen, das Ding da unten in der Ecke. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Ach so. Ach, deswegen konnte dieser Sturmwachentyp sie nicht verzeihen, weil das sein Dolch war, mit dem sie sich umgebracht hat. Ah, langsam wird das alles doch ein bisschen klar, ne? So, genau, hier müssen wir durch. Beinahe übersehen, ne? Wie kann man so ein großes Tor übersehen? Also mal ganz ehrlich, ne? Da braucht man schon eine Menge Dummheit für. So. Irgendwas stimmt hier nicht. Die Kamera schon wieder so nah rangezoomt. Irgendwas wird schon wieder gleich passieren. Da habe ich schon wieder das Gefühl irgendwie. Ich habe schon wieder dieses Gefühl. Immer dieses Gefühl, ne? Man denkt immer, scheiße, irgendwas wird doch wohl gleich passieren. Irgendetwas. Aber bevor wir hier weitergehen, würde ich mal sagen, beenden wir ganz kurz die Folge von Let's Play Tomb Raider. Weiter geht's natürlich in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, auf Wiedersehen, meine Freunde. Tschüss.